ich bin Suse und für unser Training heute habe ich einen Gymnastikball mitgebracht. Wenn ihr zu Hause keinen Gymnastikball habt, holt euch einfach einen Stuhl, damit funktionieren die Übungen auch. Ihr setzt euch gerade hin, die Füße stehen etwas weiter als hüftbreit und die Unterschenkel sollten nicht am Ball oder Stuhl anliegen. Deine Knie sind über deinen Fußgelenken und wir starten mal ganz locker. Kippe dein Becken sanft vor und zurück. Dabei merkst du eine leichte Rollbewegung des Balles unter dir. Dann machst du die Übung schon richtig. Damit lockern wir unseren unteren Rücken. Kippe vom Steißbein zum Schambein. Halte die Gesäßmuskulatur locker und versuche nicht mit den Knien über die Fußspitzen hinauszuschieben. Komme dann langsam zur Mitte zurück und jetzt kannst du auch den Ball seitwärts herausschaukeln oder wenn du auf dem Stuhl sitzt, im Wechsel einen Sitzbeinhöcker aus dem Stuhl herausheben und so sanft dein Becken auf und ab wippen lassen. Komm am Schluss in die Mitte zum Sitzen und setze dich richtig gut in dein Becken hinein. Von hier lässt du deine Arme noch einmal vorschwingen und öffnest sie. Atme aus, atme ein, richte dich wieder auf. Mit der Ausatmung lassen wir den Kopf zwischen den Armen sinken. Mit der Einatmung richten wir uns wieder auf. Versuche einen ruhigen, fließenden Rhythmus zu bekommen. Lass deine Schultern nach unten sinken. Bleibe in der Öffnung, atme tief ein. Mit der Ausatmung gehen wir in die Rotation. Wir drehen unseren Oberkörper aus dem Brustkorb heraus, nach rechts und nach links. Halte deine Wirbelsäule dabei ganz gerade, ziehe dich immer wieder ein Stückchen länger und lass deine Schultern entspannt nach unten sinken. Ein letztes Mal, dann kommst du zur Mitte zurück, setzt deine Hände auf den Oberschenkeln auf und lässt den Rücken zusammenrollen und streckst dich lang nach vorne in den Raum hinein. Zusammenrollen, strecken. Ein letztes Mal zusammenrollen und dann richtest du dich langsam nach oben wieder auf. Wir beginnen, wir nehmen die Arme zur Seite. Im Wechsel streckst du ein Bein nach vorn hinaus. Lass die Schultern noch einmal sinken und den Rücken aufgerichtet. Das Brustbein hebst du, dein Kinn ziehst du leicht heran und ziehst dein Bauchnabel mit der gegenüberliegenden Wirbelsäule ein wenig zusammen. Wenn du kannst, drehst du deinen Oberkörper zum nach vorn ausgestreckten Bein. Arbeite dabei langsam und ruhig. Lieber ein paar weniger Wiederholungen, dafür konzentriert. Die letzten zwei. Und dann setzen wir beide Füße wieder am Boden ab. Nimm die Hände auf die Oberschenkel, lehn dich ganz leicht nach vorn, zieh deine Sitzbeinhöcker aus dem Ball heraus und komme dann in den Stand. Atme ein, atme aus, setz dich wieder. Das ist mit dem Stuhl etwas leichter. Achte bei dem Ball darauf, dass er nicht zu weit wegrollt. Geh tief, setz dich nicht komplett ab. Drück dich aus deinen Fersen nach oben ab und achte noch einmal darauf, dass dein Becken stabil bleibt und du eine aktivierte Bauch- und Rückenmuskulatur hast, indem du den Bauchnabel mit der gegenüberliegenden Wirbelsäule zusammenziehst, deinen Brustkorb aufrichtest, dein Kinn ein wenig heranziehst. Du siehst schon, ich greife auch immer mal nach hinten. Sicher ist sicher, wir wollen uns nicht daneben setzen. Deine Knie bleiben hinter deinen Fußspitzen und versuch jedes Mal, nur ein wenig mit deiner Po-Außenseite den Boden zu berühren, des Stuhls
oder des Pad des Balls. Lass die Sitzbeinhöcker nach innen gezogen. Ein letztes Mal, dann setzt ihr euch wieder sicher ab. Kommt hinein, streckt die Arme wieder zur Seite und wir kippen unser Becken. Zieh deinen Beckenkamm auf einer Seite weit nach oben in Richtung Brustkorb und zieh damit den Sitzbeinhöcker von der Oberfläche des Balls oder Stuhls weg. So aktivierst du deine seitliche Rumpfmuskulatur und trainierst zusätzlich deine tiefe Bauch-, Rücken- und Beckenbodenmuskulatur. Deine Füße stehen ganz locker am Boden auf. Versuch auch deine Beinmuskeln zu entspannen. Für die nächste Übung setzt du dich wieder auf Beine, Sitzbeinhöcker, nimmst die Hände vor die Brust und wir aktivieren unsere Bauch- und Rückenmuskulatur etwas stärker. Im Wechsel kippen wir aus der Hüfte nach vorn und nach hinten. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule ganz lang bleibt. Stell sie dir vor wie ein Stock und den bewegst du vor und zurück. Die Bewegung findet in der Hüfte statt. Deine Wirbelsäule bleibt in ihrer Ausgangsposition. Kippe hier langsam nach hinten. Schiebe nicht deinen Bauch nach vorn hinaus. Komm nach vorn, halte deine Brust aufrecht. Spürst du, wie dein Bauch aktiv mitarbeitet, vor allen Dingen, wenn wir uns nach hinten lehnen? In der nächsten Runde wollen wir uns nur noch ganz leicht nach hinten lehnen und wieder nach vorn zurückkommen. Stell dir unterstützend vor, du hast einen Reißverschluss an der Hose, den ziehst du zu. Du ziehst dein Schambein ganz leicht nach oben und auch den Druckknopf deiner Hose schließt du. Versuche die Spannung jetzt zu halten, während wir uns langsam nach hinten lehnen und wieder in die aufrechte Position zurückkommen. Letzten zwei Wiederholungen und dann lassen wir das Becken einmal kreisen. Ruhig in alle Richtungen, vom Schambein, Steißbein zu den Sitzbeinhöckern. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, stehe dafür kurz auf und lass dein Becken kreisen. Wechsel noch einmal die Richtung. Als nächstes kommt die Hackmesserübung. Ihr kennt sie schon, es ist auch wieder die Jahreszeit. Ich sage dafür immer, grüne Soße zubereiten. Wir richten die Arme nach oben in Verlängerung der Wirbelsäule auf. Ihr lasst die Schultern sinken. Euer Bauchnabel zieht ganz leicht nach innen. Das Kinn zieht ihr heran. Jetzt lasst ihr die Arme so ein ganz klein wenig gegeneinander bewegen. Führt so eine leichte Hackbewegung aus. Lass die Schultern dabei sinken. Je schneller, desto besser. So aktiviert ihr vor allem die ganz, ganz, ganz kleinen Muskeln, die an der Wirbelsäule Wirbelkörper für Wirbelkörper miteinander verbinden und euch so Stabilität von innen heraus geben. Gern kannst du zwischendurch auch mal eine Pause machen. Ansonsten versuchen wir am Anfang 30 Sekunden durchzuhalten. Dabei wird uns auch schön warm. Aber vor allen Dingen arbeiten unsere tiefen Muskeln jetzt extrem für uns. Atme noch einmal tief ein und dann lässt du die Arme langsam sinken und sie ein bisschen auspendeln. Dabei geht nicht nur deine Atemfrequenz wieder nach unten, sondern auch deine Nackenmuskulatur wird wieder länger, entspannt sich. Als nächstes lehnst du deinen Oberkörper leicht nach vorn. Wir schwingen die Arme mit nach oben und führen sie über die Seite in Richtung Gesäß und wieder nach oben zurück. Wir nennen sie heute mal der Schwimmer. In großen Bewegungen führst du die Arme zur Seite und streckst deine Wirbelsäule lang nach vorn hinaus. Als würdest du durch das Wasser gleiten, dich weit vorantreiben wollen.
achte darauf, dass deine Knie über den Fußgelenken stehen bleiben. Und schau nicht die ganze Zeit zum Fernseher. Da verspannt sich deine Nackenmuskulatur. Zieh dein Kinn ein wenig heran, schau nach vorn zum Boden. Spür nochmal in deinen Körper hinein. Ist der Bauchnabel mit der Wirbelsäule noch ein wenig verbunden? Sitzt du ganz fest im Ball? Sind deine Schultern tief und locker? Eine letzte Wiederholung. Dann setzt du die Arme auf den Oberschenkeln ab und lässt den Kopf locker hängen. Streck dich nach vorn wieder hinaus. Im Wechsel rollen wir unseren Rücken ein und strecken ihn wieder. Von hier kommen wir noch einmal nach oben. Nimm die Arme zur Seite und drehen uns ganz langsam aus dem Brustkorb heraus nach rechts. Einatmen zur Mitte und ausatmen nach links. Deine Fingerspitzen ziehen in Richtung Boden. Dein Scheitel schiebst du nach oben zur Decke hinaus. Dein Brustbein richtet sich auf. Und dein Bauchnabel zeigt ganz leicht nach innen. Bleib in der Mitte. Führ deinen rechten Arm langsam nach unten in Richtung Boden. Komm zur Mitte zurück. Führ den linken Arm auch in Richtung Boden. Zur Intensivierung kannst du den anderen Arm weit über Kopf mit hinausführen. Ende zur Mitte und lass dein Oberkörper noch einmal nach vorn aushängen. Dabei sollte dein Kopf ganz entspannt nach unten hängen können. Die Atmung solltest du zwischen den Schulterblättern spüren. Rolle dich langsam nach oben. Wir strecken uns noch einmal und sind damit schon am Ende unserer kleinen Einheit angekommen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Schick mir noch Anregungen und Feedback und nächste Stunde gehe ich gerne darauf ein. Dankeschön.